Hallo und herzlich willkommen, hier ist Hans von Berryblock.de und heute Unboxing-Video. Hier liegt er vor mir, der neue Blackberry Torch aus dem Hause Rimm. Hier seht ihr eine Riesendose. Ja, schauen wir uns mal an, gemeinsam, was dieses Paketchen hier beinhaltet. Machen wir hier Umverpackung ab. Und ja, nächster Deckel. Erinnert mich ein bisschen an die Maruschkas hier irgendwie, das Ganze. Nehmen wir dann auch mal ab. Und da ist er. Der Blackberry Torch. Die Fackel aus dem Hause Rimm. Love what you do. Mache ich gerade, auf jeden Fall. Ich liebe es. Es ist wie Weihnachten, das Auspacken hier. Holen wir das schicke Ding mal raus. Mal eben schauen. Da 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 da. Das neueste Blackberry Smartphone. Schauen wir uns gleich an. Gehen erstmal hier weiter, was die Box uns noch alles bietet. Hier haben wir Kurzanleitung, completo tutti, completo in Englisch gehalten. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier wirklich der Original-Auslieferungszustand für Deutschland ist. Schauen wir mal. Ja, hier bekannt Adapter für das Netzteil. Dasselbige ist auch hier drin. Packen wir mal zur Seite. Und dann haben wir hier die beigepackten Kopfhörer für den 3.5 Innenanschluss, auch zur Seite das USB-Kabel, 1,5 Meter lang, mit Mini-USB-Anschluss für das Smartphone, USB-Anschluss zum Laden und Sinken von Daten. Und schaut mal hier, ein ThinkPod, direkt beigepackt, finde ich prima, gefällt mir. Ob es wirklich so nachher sein wird, weiß ich nicht. Aber wäre eine tolle Sache. Manche Zulieferer finden das vielleicht nicht so schön. Mir gefällt's. Ja, jetzt ein Torch nochmal selber. Schauen wir uns den auch nochmal eben an. Ich mache hier erstmal eben die Folien ab, damit wir auch alles schön sehen können. Ja, an der linken Gehäuseseite hier der Mini-USB-Anschluss. Die Schnellwahltaste fehlt. Finde ich persönlich nicht weiter tragisch. Ich habe meine deaktiviert, weil ich da immer viel zu viel oder aus Versehen drauf rumgedrückt habe, was ich eigentlich oft gar nicht wollte. Egal. Hier haben wir den gummierten Knopf für die Schnellwahltaste für die Kamera. Dann haben wir hier unter der Gummierung die Lautstärketasten. Dann haben wir hier den 3.5-Inch-Anschluss für euer Headset. Hier oben, ja, bekannt, Gerätsperren. Und jetzt wollen wir es mal öffnen. Jappi. Geht übrigens super leicht. Gefällt mir sehr gut. Schauen wir uns die Mechanik auch mal einmal von der Seite an. Ups, da ist noch eine Folie gewesen. Und zack. Ja, prima gemacht. Die Tastatur erinnert stark an, ja, ich würde sagen, an den Bolt 9700 für den Bolt 9000 ist ein bisschen zu klein, da war sie glaube ich noch ein bisschen größer. Und die Tasten selber, bekannt für den normalen BlackBerry-User, super zum Tippen geeignet. Ich möchte gar nichts anderes mehr haben, ehrlich gesagt. Ja, das Gerät selber fährt das neue OS 6. Möchte ich euch hier einfach mal ganz kurz nur präsentieren. Denn ich werde die technischen Daten und so weiter noch im Blogpost erwähnen. Und ihr könnt auch nochmal das Review von Mike McDay nachschauen. Da ist alles nochmal beschrieben. Und ich zeige euch einfach mal so ein Bild als Hintergrund. Hier könnt ihr sehen, wie toll das Display auflöst. Auch wenn die Zahlen bei anderen Devices vielleicht etwas höher liegen, was das Auge letztendlich visuell hier wahrnimmt. Ich sehe hier keinen Pixel. Super gemacht, gestochen scharfes Bild. Ich hoffe, die Kamera gibt es wieder. Schaut euch das mal an hier. Also sensationell gut. Prima gemacht. Gehen wir mal kurz einmal in die Einstellung. Könnt ihr auch nochmal sehen hier. Auch komplett überarbeitet das Ganze. Auch sehr, sehr schön und sehr smooth, alles sehr, sehr läuft, alles butterweich. Also ich habe jetzt nicht groß testen können, fehlt mir einfach momentan die Zeit dazu. Aber ich denke mal, das werde ich euch noch nachreichen.
Da gehe ich mal ganz stark von aus. Es geht auch letztendlich hier eigentlich nur um das Device. Vom Gewicht her würde ich sagen, ist es natürlich ein bisschen schwerer als der Bolt, aber ich sehe es auch nicht als Bolt-Nachfolger. Im Gegenteil, es ist für mich ein eigenstehendes Produkt. Ja, und ich sag mal, mich stört es auch nicht vom Gewicht her, weil ich mag es, wenn ich ein bisschen was hier in der Hand halte. Und das ist, wirkt alles momentan sehr solide, sehr hochwertig. Und alles läuft fix, schön, edel gemacht, sieht schick aus. Und ich bin davon überzeugt, dass der Torch, auch wenn er vielleicht am Anfang leichte Schwierigkeiten beim Start hatte, der wird seine Fans und Freunde finden, auf jeden Fall. Also freut euch darauf, wenn das Gerät bei eurem Händler zur Verfügung ist, schaut es euch selber an. Ich finde es ein gelungenes Smartphone und freue mich drauf, das demnächst, hoffe ich, auch regelmäßig benutzen zu können. Viel Spaß damit, wenn ihr es euch kauft. Gebt ein bisschen Feedback. Das war Hans von berryblog.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.